Mein Name ist Andreas Schüller. Ich begrüße Sie herzlich zu einer Sondersendung bei Schüllers Nachrichten. Heute zu Gast in unserem Studio ist Peter Wolf. Guten Tag. Er ist unser Experte und wird uns im Laufe der Sendung einige Fragen beantworten. Weimar. Die Klassikstadt ist in heller Aufregung. Seit einer Woche passieren merkwürdige Dinge in dieser Stadt. Weder Polizei noch Behörde geben Auskunft. Wir haben unseren Reporter Sebastian von der Heide nach Weimar geschickt. Wenn jetzt die Verbindung okay ist, können wir ihn sehen. Sebastian, was ist da in Weimar los? Ich bin heute hier in Weimar vor einem Haus, was sich Mon Ami nennt. Nebenbei ist hinter mir noch ein roter Bus mit der Aufschrift Tassifan und einem komischen Smiley. Die Stadt scheint ausgestorben zu sein, aber ich habe es doch hingekriegt, heute Morgen eine Umfrage zu machen, um herauszufinden, was Tassifan eigentlich ist. Am besten spielen wir jetzt mal den Clip ein. Wissen Sie, was Tassifan ist? Nein. 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 Keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. No. No. Nein. Nee, weiß ich nicht. Nee, noch nie gehört. Was denken Sie? Na, es klingt irgendwie, als wäre es vielleicht was Türkisches zu essen. Ein alter Heiliger. Ein Tier? Irgendeine Organisation. Ja, und welche? Tierschutz. Es hört sich an wie Tarzan. Ich weiß nicht. A movie? A program? TV-Show? Product? Irgendein Spiel und dann ist man Fan davon oder ja? Weiß nicht, was zu essen, ich kenne Marzipan, das klingt so ähnlich. Laut, das musst du laut sagen, ganz laut. Sag. Ein Zirkus. Peter Wolf, Sie sind unser Experte, wie bewerten Sie die Antworten der Weimarer? Also, wenn es stimmt, dass Tassifan in dieser Stadt ist und die Bewohner richtig gesagt haben, dass sie es nicht wissen, dann müssen wir daraus vollziehen, dass die Stadt verunsichert ist. Aber wenn die Antwort des Kindes stimmt, dass Tassifan ein Zirkus ist, wie bewerten Sie denn diese Antwort? Ach, Kinder, die können doch keine Zusammenhänge herstellen. Ach, und übrigens, so unter uns, wer glaubt schon Kindern? Oh, Entschuldigung, ich muss Sie kurz unterbrechen. Ich habe gerade gehört, der Reporter Sebastian von der Heide hat neue Informationen für uns. Ja, Interesse, es gibt neue Entwicklungen. Uns wurde ein anonymes Video zugesteckt. Am besten schauen wir mal rein. Das waren ja wirklich spannende und exklusive Bilder.
Peter Wolf, was sagen Sie zu diesen Bildern? Ja, da, wie wir gesehen haben, arbeiten da sehr, sehr viele Kinder an teilweise sehr gefährlichen Geräten. Anscheinend hat es den Kindern sogar Spaß gemacht, aber um eine genauere Schlussfolgerung daraus zu ziehen, brauchen wir eigentlich mehr Informationen. Oh, ich muss Sie wieder unterbrechen. Ich habe gerade gehört, Sebastian von der Heide hat wieder neue Nachrichten für uns. Die Ereignisse überschlagen sich. Internationale Fernsehteams haben ihre Kameras aufgestellt. Neben mir ist Frank aus Tansania. Ja, mambo ni chemchem na kuhabarisha ni kiwa hapa Ujerumani katika jiji la Weimar na ni kunyunyizie tu. Wir haben noch ein Video zugesendet gekriegt. Ich selbst habe es noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich werden wir erfahren, was sich hinter uns in dem Gebäude abspielt. Vielen Dank, Sebastian. Aber bleiben Sie vor Ort und melden Sie sich, falls es neue Nachrichten gibt. Unser Experte Peter Wolf bleibt auch noch im Studio. Wenn alle Nachrichten stimmen, dann soll es eine große Show von Kindern 19.30 Uhr im sogenannten Mon Ami geben. Das war's mit der Sondersendung. Jetzt geht es weiter mit dem regulären Programm. Wir melden uns wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Auf Wiedersehen, Ihr Andreas Schiller.